Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von War Thunder. Mit dabei wieder der Schrammo, der ist irgendwie ein Stammgesicht geworden. Ich bin halt immer über den Wolken und da triffst du mich. Du Gesicht. Ich bin ein was? Ich bin ein Gesicht? Nein, ich bin ein Kopf, bin ich. Ja, okay. Genau. Ich werde mir eine Jak 1B bestellen. Die habe ich auch schon. Das ist ein sehr In schönes Dienst Flugzeug. stellen. Wobei ich finde, glaube ich, die Jak Nein. 7, 7B finde ich ein bisschen flinker. Also, ich komme zumindest, das mag täuschen, aber mir kommt das so vor. Ich muss jetzt gerade mal eben 30 und nochmal 30. Eigentlich blöd, aber egal. Ich will mir die jetzt in Dienst stellen. So. 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 Da. Okay, ich spiele nämlich jetzt So. auch mal eine Runde. Spiel ich Russen? So, jetzt. Nee, ich spiele doch nicht Sowjets. Nicht. Sowjetski. Habe ich hier eine 7 dabei? Warum ist da ein Staffelrang 7 hier? Ich bin Staffelrang 6 sind wir bei mir. Ja, jetzt auch. Aber warum bin ich bei den Russen Staffelrang 7? Dabei Das habe ich weiß da ich gar nicht. keinen, dabei habe ich da gar keinen 7er. Egal. Fangen wir an. Ich werde US-Amerikaner, nee, die Deutschen spielen. Deutschen. Okay. Die Deutschen, wie immer. Du bereit? Bereit. Okay. Da, los geht's. Da. Ja, der Anvi hat mir übrigens gesagt, was der Unterschied zwischen der BF-109 F4 und der BF-109 E3 ist, weil ich ja die Oh, das habe Frage ich auch gestellt gelesen. habe. Ich habe ja die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen der MG F22 ist und der MG, also die andere, die auf der F4 drauf ist, der höheren Messerschmitt. Und da meinte er, da sind wohl, also erstmal sind die Kugeln, also die Waffe ist einfach besser, so. Und im Munitionsgürtel sind irgendwelche Mörsergeschosse oder Minengeschosse oder so, die dann auch im Allzweckgürtel drin sind, die mehr Schaden verursachen. Die deutlich mehr Schaden verursachen. Also deutlich. Deswegen hat die auch nur eine Kanone und die hat zwei Kanonen. Finde ich ganz interessant. Kurz gesagt, die eine Waffe macht mehr Bum-Bum als die andere. Genau. Bum, bum, machst du dumm, dumm. So, deswegen steige ich auch gleich mal in die große Messerschmitt ein. Die letzten Runden mit meinen Messerschmitts waren ja irgendwie nicht so erfolgreich. Muss am Flugzeug liegen. Die ich aufgenommen habe. Nee, eigentlich war ich mit der Messerschmitt immer ganz zufrieden. Die war immer hier ganz gut. Ach ja. Da, da. Ich war ganz lustig und habe mir auf meiner AR2, welche ja ein Bomber ist, einen total lustigen Schriftzug geklebt und zwar Special Delivery. Ist das nicht lustig? Echt? Wow. Ja. Ja, das ist echt lustig. So kreativ. Das gefällt mir ganz gut. Ich werde mal abdrehen. Da kommen schon Feinde. Ich habe darauf jetzt überhaupt keinen Turn. Ich fliege ab in die Karibik. Willst du nur fliegen so früh am Morgen? Oh, La la la. jetzt schon kämpfen? Oh. Richtig. So früh am Morgen. Wir haben 10 Uhr, aber ich bin auch. Ne, nach 10 Uhr, aber ich bin auch erst um. Vor kurzem aufgestanden. Also verzeiht mir, wenn ich mal gehen sollte. Ich habe aber auch meinen Kaffee bereitstehen. Oh. Wie man es von mir gewohnt ist. Wann wird denn diese Folge veröffentlicht? Sollten wir eventuell die Bonus Gold Lions ansprechen, die es am Sonntag geben wird? Ich könnte sie rein theoretisch ja sogar davor veröffentlichen. Also das ist ja keine Folge an sich. Also, ne? Ja, das. Ja, genau. Es gibt Bonus-Lions, hast recht. Ja, könnte man ja mal so erwähnen für die Leute, die jetzt gucken und sich denken, hey, ich brauche Gold Lions. Ja, genau. Wir erwähnen das jetzt auch einfach mal. Es gibt Bonus-Gold-Lions ab morgen, dem Sonntag, bis zum Montag, glaube ich, oder? Ja, von Sonntag auf Montag war das. Also man kann an beiden Tagen immer insgesamt 5 Sieger machen. Und für jeden Sieg bekommt man dann Gold Lions. Also für die ersten Siege irgendwie 25, dann für den vierten glaube ich 50. Und für den letzten, für den fünften Sieg, bekommt 100, man glaube ich. dann 100, genau. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil War Thunder hat nämlich in Russland mehrere Preise von so einer lustigen Spieleverleihung oder irgendein Entwicklerkram-Dings gewonnen. Genau, von der KRI, glaube ich, oder so. Genau, KI stand da, genau. Das ist eine russische Spielemesse, Spielekonvention, Spielepreisverleihung. Könnte man sich so vorstellen wie in Deutschland der Deutsche Computerspielepreis. Da haben die eben ein Pendant. Und ja, War Thunder hat da eine ganze Menge gewonnen. Die haben irgendwie bestes Spiel, bester Sound, beste Grafik. Ja, Also beste wirklich Entwicklung oder irgendwie tonnenweise. sowas, ja. Und jetzt mag sich einer vielleicht denken, naja, ist ja nur Russland, aber damit haben sich dann natürlich auch ganz klar gegen den Konkurrenten World of Tanks und so weiter Konsorten durchgesetzt.
World of Warplanes in dem Fall. Oder World of Warplanes. Also, weil ich weiß gar nicht, ich stecke gar nicht drin, wie weit ist denn die Entwicklung bei World of Warplanes denn eigentlich, weil das ja eine Closed Beta ist? Sind die überhaupt, sag ich mal, ja, schon vom Entwicklungsstand auf denselben? Oder kann man sagen, die hängen, also die sind noch gar nicht so weit, das kann man noch gar nicht vergleichen? Naja, sie ändern noch eine Menge. Also sie ändern vergleichsweise, also auch so am Fluggefühl und so mehr, meiner Meinung nach, als beispielsweise jetzt War Thunder. Oh nein! Oder? Kaputt. Kaputski. Aber die sind schon relativ weit. Ich meine, das ist eine Closed Beta, wir haben hier eine Open Beta. So, genau. Also War Thunder befindet sich ja auch noch in der Beta. War Thunder gibt es schon ein bisschen länger als World of Warplanes, meine ich. Muss ich passen, weiß ich nicht. Aber also ich finde für meinen Teil, dass man ganz deutlich merkt, dass Gaijin Entertainment da wirklich mehr Erfahrung mit Flugsimulationen hat, also viel mehr. Okay. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe mich vorher noch nie mit denen wirklich beschäftigt, von daher keine Ahnung. Ja, also ich habe es ja schon mal kurz angesprochen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es sogar mal angezockt erwähnt. Von Gaijin Entertainment kommen so Spiele wie EL2 Stomovic. Für die Konsolen gab es eins, da ist mir jetzt der Name schon wieder entfallen. Also die haben sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Flugsimulationen schon gemacht. Das war eine Zeit lang auch eines ihrer Steckenpferde, sag ich mal. So, da ist eine Jak 1, Kollege. So, mein Freund. Oh, ich habe eine Spitfire hinter mir, das tut gleich weh. Oh. Ich muss mal Geschwindigkeit rausnehmen. Oh, es ist keine Spitfire, es ist eine Air-Cobra, ist natürlich noch schöner. Oh Gott. Oh, ich habe keinen Höhenruder mehr. Ich fühle mich hilflos. So. Zack, den habe ich. Und ich stürze ab. Hinter mir ist einer. Oh je. So, ich schnapp mir jetzt mal die IL-2 und gehe mal auf MG-Nesterjagd. Oh ja, der Spitfire, ich sehe dich. Mal gucken, ob ich da schnell genug hinkomme. Ich bin noch 3,5 Kilometer entfernt, also Okay, sie ist beschädigt, die ist weg. Du bist frei. Ah, oh, super. Ist da jemand reingeflogen gerade? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war noch ein anderer. Der hat das, glaube ich, so weggeschossen. Die war erst so rosa, pink und dann war sie halt weg. Sehr gut, jetzt würde ich ganz gerne sagen, gut gemacht, aber ich habe einfach Thanks, Mate. So. Thanks, Mate. Ja, also Gaijin hatte wirklich schon ganz reichliche Flugsimulationen gemacht und Wargaming hat bisher eigentlich nur Erfahrung mit World of Tanks. Was ja auch ursprünglich, also zum Release, jetzt auch nicht so, dass... Ich dachte, der fliegt in den Berg rein. Was ja zum Release auch, ja, zwar schon ein ganz okay, schon ganz gutes Spiel war, aber weit von dem entfernt, was es heute ist. Also. Ja. War denn World of Tanks das erste Spiel von Wargaming? Ja, ne? Ja. Naja, siehst du, guck, dann ist es doch. Dann darf man das meiner Meinung nach auch machen beim ersten Spiel. Immerhin haben sie ja ausgezaubert. Die wurde ja auch relativ erfolgreich, also so ist es nicht. Es wurde ja, klar. Und den Erfolg mussten sie auch erstmal mit dem Spiel, so wie es rauskam, hinkriegen. Also. Naja. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, mal kurz reparieren hier. Ah, von daher können wir uns mal das schöne Modell angucken. Oh, da sitzt mittlerweile sogar so ein Pilot drin, der hin und her guckt. Der guckt zwar immer in die gleichen Richtungen, aber. Man kann, glaube ich, sogar einstellen in den Optionen, dass man halt, dass der Pilot angezeigt wird, ja oder nein. Man kann auch, ich habe mal geguckt, man kann auch noch ganz andere so Filter sich auf die Grafik drauflegen, dass das halt, sage ich mal, anders aussieht, so ein Grau oder Sepia, also ein Schnickschnack. Aber ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so geeignet zum Fliegen. Das ist auf Dauer nicht ganz so schön zum Angucken. Und die Cockpits sind hier natürlich viel schöner als bei World of Warplanes. Ich finde übrigens auch die Flugzeugmodelle schöner. Ich finde das Spiel insgesamt schöner als World of Warplanes. Und ich habe World of Warplanes auch. Ich bin auch in der Closed Beta drin. Ich werde dazu vielleicht auch nochmal ein Video machen, weil sich das mal gewünscht wurde.
Es wurde sich auch mal gewünscht, dass ich aus dem Cockpit fliegen soll. Das finde ich aber ehrlich gesagt schwierig. Ich auch. Das Cockpit sieht aber schon geil aus, muss man schon sagen. So. Ich werde trotzdem gleich mal versuchen, einen aus dem Cockpit runterzuholen. Vielleicht schaffe ich's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich reiße hier gerade gar nichts. Ich werde ihn nur gerade nur zerrissen die ganze Zeit. Komm schon, dreh dich, du kleines süßes Flugzeug. Oh, da war der Boden. Da hinten kommt die EL2. Ah, die ist schon kaputt. Cockpit fliegen, das kann ich auch mal versuchen. Oh Gott. Ich bin ja mal gespannt, wann sie die Cockpits von den Bombern fertig haben. Da arbeiten sie ja dran, da bringen sie ab und zu mal Updates hinzu. Ja. Aber sieht ja ziemlich beeindruckend aus. Da soll dann auch auf dem Boden und so sind dann auch Glaskanzeln, wo man durchguckt. Naja. Aber das Spiel sieht aus dem Cockpit auch so toll aus. Ja, aber ich finde es extrem schwer zu fliegen. Also ich sitze hier gerade in meiner Jak 1B drin und also das hat schon hier extrem viel Glas, aber irgendwie die Sicht ist doch recht beschränkt. Ja, ja, klar, weil du die ganzen, ja, Vorbau hätte ich jetzt fast gesagt, der vor der Nase hast. Ja, ich bin übrigens gerade unter dir durchgeflogen, also falls du jetzt einen Sturzflug machst, bin ich tot. Nee, nee, ich versuche gerade den Bofighter da hoch oben zu holen, aber die ist schon kaputt. Nur eine Abschusshilfe. Ja, man braucht dann echt ein bisschen das Gefühl, man muss viel mehr links und rechts gucken, wenn man in ein Cockpit fliegt. Oh ja. Also es bringt nicht nur auf den Bildschirm zu gucken, sondern man muss auch so dann wirklich sich umgucken und man muss auch, wenn man so das Flugzeug neigt, muss man viel mehr auf dem Bildschirm betrachten, sag ich mal. Ups, das wollte ich nicht. MC-202. Gucken wir doch mal, dass ich an die rankomme. Ich habe meinen einen Flügel verloren. Nein. Ich segel noch. Also so mit aus dem Cockpit kann ich nicht so gut zielen. Nein, ich auch nicht. Oh, hinter mir ist einer. Und ich brenne. Warum brenne ich? Was soll denn das? Prius on fire. So. Wir versuchen gerade mal rauszukommen hier. Uah, da kommt angeschossen. Ja, ich versuche gerade vor dem wegzufliegen. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Dir. Ja. Ja. Ist nicht immer ganz so leicht mit der Messerschmitt jemanden. Also eigentlich ist es leicht. Ja, wobei eigentlich ist es auch wieder nicht leicht. Das ist immer ein bisschen speziell mit der Messerschmitt. Entweder muss man so versuchen, genügend Speed aufzukriegen, dass man ihn abhängt, und normalerweise sollte man den so ein bisschen als Sturzflieger spielen. Also okay. Ähnlich wie die Japaner. Runterziehen, sich hintereinsetzen, raufballern und wieder hochziehen, weil ansonsten, wenn man so weit unten fliegt, wie beispielsweise mit den Briten, da ist man einfach sehr nicht schnell noch weiter unten. Ja. Da zerreißt es einen zu schnell. Also wie gesagt, die Deutschen sind ja echt Papierflieger. Was das angeht. Schon wieder landen, ey. Ich bin dieses Spiel nur am Landen. Gibt auch Punkte. Ist aber auch nur, weil ich so viel rede. Nur weil ich so viel erklärt habe. Du musst einfach mal eine Hochkonzentrationsrunde machen, indem du einfach mal gar nichts sagst. Einfach nur fliegst. Genau. Konzentriert sich nur auf das Spiel. Bist im Cockpit. So. Lässt dir am besten noch so eine Pilotenbrille auf. Fürs Feeling. Eine Fliegerjacke mit so einem Pelzkragen. Das wär's ja. Und dann sitzt du da und denkst dir nur so, Müsste ich mir echt mal holen irgendwie. Muss ich mir echt mal suchen, ob ich sowas finde. Ja, und dann schön im Livestream mit Facecam und dann sitzt du da. Hm. Das wär doch mal cool. Genau, und dann bist du Captain Rio. Mhm. Oh, Rio, Rio, oh, Rio, Rio. Oh Gott. Freunde gehen durch dick und dünn, Rio und seine Crew. Ojo, ojo. Also, diese Flugzeugmodelle sehen so genial aus. Also, da kann ich mich nicht genug dran ergötzen.
könntest dir eins ausdrucken und an die Wand kleben, wenn du willst. Auch diese Endschusslöcher. Ich war ja auch früher so ein Kind, ich habe mir so kleine Flugzeugmodelle zusammengebaut. Daher fand ja, ich fand sowas ja toll. Ich hatte mein Lego. Oder diese, kennst du diese Pappmaché-Flieger? Oder quasi, ja, die ja, da klar. aus der Hand so geschmissen hast? Oder mit dem Gummiband spannen konntest und da genau. weggeflogen sind. Großartig. Bist du abgestürzt? Nee. Ich wurde aus dem Cockpit geschossen. Oh. Das ist doof. Yep. Aber ich wurde auch mal geschafft. Ey, du hast schon 9 Bodenziele okay. weggeholt. Ja, das war's aber. Das war zu Beginn und dann war vorbei. Okay. Ich habe nämlich meine Flugzeugauswahl ein bisschen umgestellt. Ich habe meinen alten T3-Bomber ausgetauscht gegen eine PE3. Das ist auch ein leichter Bomber. Was lustig ist, bloß der startet ohne Bomben. Die muss man sich erst mit Erfahrung freispielen. Das ist ähnlich dämlich, finde. Ja. Aha. Bin ich ein wenig schwachsinnig, aber hey. Was soll's. Genau. So. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ne, die haben aber so lange nichts mehr gepatcht. Aber irgendwie komme ich in die Messerschmitt nicht mehr so richtig rein. Ich hatte echt eine Streak, da bin ich echt gut mit der geflogen, aber... Da hast du mal einen richtig guten Tag gehabt. Kommt ja mal vor. Hier heißt einer Fraktal Ex Ultra. Machen die jetzt sogar hier schon Werbung? Deodorant. So. Das Ding ist so schwerfällig, das ist Wahnsinn. Das ist echt unangenehm, dass das Ding ohne Bomben startet. Versuchen wir jetzt die Wildcat da zu holen. Oh oh, ich verliere schon wieder Ruder. Stürzt doch ab! Lol, warum hat er sich jetzt da suizidet, der Kollege? Vielleicht hatte er keine Lust mehr. Er dachte, oh mein Gott, Rio ist hinter mir her. Nee, da war noch ein Kollege von mir, also ein Flugzeug. Verbündeter, der hat sich da dann runtergestürzt. Ist da schon wieder was hinter mir? Nee, ich dachte gerade schon. Irgendwie geht hier hinter dem Berg ordentlich was ab und irgendwie das Gefühl, die fliegen alle mir hinterher. What the hell, wie viele sind denn da? Ich dreh ab. Die sind alle hinter mir her, das ist irgendwie unangenehm. Wo bist du denn? Ich bin hier bin ich. H5. H5. Ach, du bist ja hier bei mir. Bist du noch da? Ja, ja. Lebst du noch? Ja, noch ja, aber nicht mehr lange, glaube ich. Oh also Gott, hier, der hat mich fast gerammt. Uiuiui. Hier kommen noch ein paar Verbündete. Ja, aber ich fliege gerade Richtung Bergwand, ja, und kann irgendwie nicht wirklich abdrehen. Ich, hallo Berg. Der Berg ruft und hier bin ich. Ja, Lady, dann bin ich tot. Ah, ich hab dich gerade rein fliegen sehen. Ich versuche mir mal die Hurricane zu holen. Versuch dich zu rächen. Ich hab sie mir geholt. Ich habe dich gerecht. Das ist sehr schön. Das ist bisschen mal der Rio hier, jetzt wird mal ein bisschen aufgeräumt. Meine Ehre wurde wiederhergestellt. Ja, mehr Kollege. Ich bin daran, dass wir das Spiel verlieren werden. Alter. Oh, schon zu Ende. Yep. Ich wollte ihn noch abschießen. Nein. Na gut, das war eine sehr lange Runde. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.